Für angehende Rinderzüchter ist er etwas ganz Besonderes, der sogenannte Jungzüchtertag, an dem sich künftige Landwirte und Kälber sozusagen gemeinsam auf einer Bühne präsentieren. In unserer Serie Landwirtschaft berichtet Bettina Zeierz heute über die Vorbereitungen auf diesen Jungzüchtertag in Trabach. Das ist die Pia, die hat knapp 250 Kilo und das ist der Emil. Und gemeinsam werden sie bei einer Jungzüchtershow zeigen, was sie können. Welche Vorbereitungen es dazu bedarf, das schauen wir uns heute an. Sie sind jung, sie wollen Landwirte werden und sie greifen deswegen auch zum Haarspray. In der Schule tun wir die Kormen herrichten mit Scheren und Waschen und Putzen halt und Steinen. In der landwirtschaftlichen Fachschule in Hatzendorf hat sich ein Grüppchen von Schülern zusammengetan, die sich freiwillig und in ihrer Freizeit auf den Jungzüchtertag in Trabach vorbereiten. Und da gibt es auch gleich Nachhilfe für die Mini-Rinderzüchter. Leonhard, zeige dir ein paar kleine Schmähs. Oft schauen wir, dass wir den Schwarf da so breit wie möglich zusammenbringen. Und da ein bisschen einen Taft rein tun oder was. Dann schaut das gleich im Wald was besser aus. Und dann muss trainiert werden. Das Schritthalten, das Posieren und noch viele weitere wichtige Dinge für den Laufsteg. Da geht man halt einmal dumm und da ist einer, der schaut, ob die Kolben brav ist. Und da schreckt es halt. Und wenn sie sich erschrecken, sind sie halt nicht so gut. Ja, es ist einfach jetzt mal eine Gaudi mit den Viechern zum Umgehen, sie herrichten. Und man hat halt eine ganz andere Bindung zum Viech, wenn man da mitmacht. Das ist auch wichtig, weil die Zahl der Rinderzüchter in der Steiermark in den letzten Jahren rückläufig ist. Wir haben jetzt ca. 11.000 rinderhaltende Betriebe. Zucht und Milchwirtschaft sind eng miteinander verknüpft, wobei wir aber auch sagen müssen, dass leider Gottes alle Jahr ca. 150 Betriebe weniger werden. Aber gerade der Jungzüchtercup ist ein lebendes Beispiel dafür, wie man mit viel Herzblut, Begeisterung und Engagement diesen Herausforderungen positiv begegnen kann. Und dann der große Tag in Trabach. Die Kalbinnen und ihre Begleitung werden bestaunt und begutachtet. Es ist so wie Hinz, der mit dem grünen Sakko, mit dem Gelee. Der hat generell aufs Auftreiben geschaut. Und der andere, der hat geschaut auf den Typ, so wie mit dem Eiter und wie sie steht und wie es passt. Das Aufputzen der Kalbinnen hat circa 1,5 Tage gedauert, der Auftritt nur einige Minuten. Die Aufregung ist aber allen anzuschauen. Ja, ich muss ja. Weil alle zuschauen und dann fangen wir an zum Lachen. Die Kleinen erhielten eine Anerkennungsmedaille und für die Schüler aus Hatzendorf hat sich all die Mühe auf jeden Fall gelohnt. Tippsieger und zweiter Platz beim Vorführen. Hast du damit gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Also das war voll überraschend. Es schauen die ganzen Leute auf die Viecher und Tiere und ja. Nervös bist du halt sehr viel. Und beim nächsten Jungzüchtertag hält man sicher wieder Schritt mit der Konkurrenz.